kam die Idee, eine gemeinsame Plattform für Handel, Handwerk, Gastronomie, Dienstleister und Gesundheit zu schaffen. So wurde innerhalb kurzer Zeit aus dem Werbering die Servicegemeinschaft Wolfhagen e.V. Ihr alle, Thomas, Heike Drüge, Udo Runge, Andrea Schiffmann, Frank Düsterwald und Manuela Mattei, seid nach anfänglichen Schwierigkeiten und Problemen über euch hinausgewachsen. Mit Kreativität, Beharrlichkeit und Biss habt ihr ein super Event präsentiert. Und bitte um einen verbalen Profi auf die Bühne, ans Mikrofon, unseren Regierungspräsidenten, Herrn Dr. Walter Lübcke. Liebe Märchenprinzessin, liebe Hofdame, meine sehr verehrte Frau Abgeordnete Hofmeier, ich hoffe, wir haben wieder eine Stimme in Wiesbaden. Ich wünsche von Ihnen aus gute Besserung. Deshalb freue ich mich, dass wir wieder pünktlich zum Beginn ein Wetter haben, wie es halt ist. Ich bin der Schirmherr. Sie sehen, das Zelt ist trocken, meine Aufgabe erfüllt. Genauso wird der Flughafen Kassel-Calden, da bin ich fest überzeugt, wird ein Erfolg, wenn wir daran glauben, wenn wir mitarbeiten daran, dann sehe ich das. Und dann hat die Region einen weiteren Baustein im Logistikstandort Nordhessen. Und dafür bin ich ausgesprochen dankbar. Meine Damen und Herren, Sie hier am Wolfhagen, Sie präsentieren Ihre Produkte. Ich wünsche Ihnen hier einmal, was ich gesagt habe, die Kundenorientiertheit. Aber da ich vom Dorf bin und der Böttcher guckt mich so kritisch an, es gehört auch dazu, bei so einer Ausstellung, dass die Aussteller untereinander, Ausstellerabend, ne, hoch die Tassen mal, zusammensetzen, dass man auch mal zusammenrückt. Dass die Gemeinschaft hier auch gestärkt wird, der Kaufleute, das ist wichtig. Dass ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zusammensitzen, dass man über den Tellerrand guckt, dass keine Feindschaften aufgebaut werden. Das zeichnet unsere Region aus, deshalb wünsche ich Ihnen morgen einen guten, tollen Abend, was ihr erlaubt, also wirklich toll organisiert ist, mit einer solchen Veranstaltung hier anzutreten. Und die Karten sind ja ausverkauft. Und deshalb wünsche ich Ihnen eine tolle Veranstaltung, viel Erfolg und wie von meiner Seite immer schwarze Zahlen in Ihren Büchern und dann können wir auch die Mitarbeiter bezahlen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Regierungspräsident, Frau Landtagsabgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hanna, liebe Viktoria, toll, dass ihr wieder dabei seid heute. Finde ich ganz klasse. Ja, es erinnert natürlich immer gleich an den Viehmarkt, wenn wir auf der Limecke sind. Und ich habe vorhin auch im Scherz gesagt, Gott sei Dank müssen wir heute nicht vom Marktplatz hier runterlaufen mit der Kapelle. Das haben wir noch vor uns, aber da hoffe ich dann, wenn wir entsprechend Sonnenschein haben. Aber wir haben, denke ich, ein staubfreies Branchenfenster. Ja, meine Damen und Herren, das vierte Branchenfenster. Ich bin beeindruckt von dem, was hier auf die Beine gestellt wurde. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, Ihnen allen, die sich hier sehr, sehr engagiert haben, meinen ganz herzlichen Dank auszusprechen, auch im Namen der Stadt Wolfhagen. Ich bin recht zuversichtlich, Herr Dr. Lübcke, dass wir doch dann bald, ja, jetzt noch in der warmen Jahreszeit, die Genehmigung bekommen für unsere Windkraftanlagen. Und dann werden wir das Problem auch beseitigen. In dem Sinne Ihnen alles Gute, gute Gespräche, einen schönen Abend und morgen Abend noch, ja, einen tollen Varieté-Abend hier auf der Limecke. Danke für die Aufmerksamkeit und einen guten Verlauf für das vierte Branchenfenster hier in Wolfhagen. Dankeschön. Nur 2% der Unternehmen in Deutschland haben mehr als 50 Beschäftigte. Die deutsche Wirtschaft wird also von kleinen und mittleren Betrieben geprägt, genau wie das Branchenfenster. Und wenn so viele Kleine das Ganze am Leben erhalten, dann kann das, was wir hier machen, nur gut sein.
Thank you.